Guten Morgen zusammen. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Es wird wahrscheinlich auch heute den ganzen Tag so leicht vor sich hinregnen. Es war überraschend kalt, deswegen habe ich mir die Jacke angezogen. Dann wollen wir mal aufstehen. Ja, nichts mehr verrät meine Anwesenheit und zurück zum Weg. Na, erinnert ihr euch noch an letztes Mal? Da habe ich mit euch vor einer offiziellen Karte des Gebietes hier gestanden, an einer Hütte. Ne? Da waren Markierungen für Naturschutzgebiet und sie waren auf der Karte nicht zu sehen. Und ich hatte euch gesagt, mit Dronix habe ich eine Menge Naturschutzgebiete hier gesehen. Und wer hatte recht? Also sowas finde ich, nicht, dass das Naturschutzgebiet ist, ne? Aber dass die Karte so tut, als ob, das finde ich übel. Ich wollte euch an Entscheidungen teilhaben lassen. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gesehen, ich laufe als buntes Bonbon durch die Gegend. Es regnet die ganze Zeit so vor sich hin. Ich glaube, das könnte die Lodenjacke alleine wegstecken. Ob sie das den ganzen Tag kann, weiß ich nicht. Das könnte auch zu viel sein. Und für sowas ist dann halt entweder eine Regenjacke, ne, oder ein Poncho gut. Ich hatte ja beim letzten Mal den Poncho mit, und zwar den Expat. Und der ist sauteuer. Ja, und ihr habt schon beim Übernachtungsequipment gesehen, dass ich diesmal was vom Chinesen mit hatte. Das hier ebenso. Ja, das ist von der Firma 3FUL und ist sogar ein Poncho-Tarp. Jetzt nicht, dass ich das als Tarp nutzen möchte. Ich sehe das als Vorteil, dass zu den Seiten hin, nämlich dann doch, weil da nur solche Knüpfverbindungen sind, eben doch ein bisschen Luftaustausch möglich ist. Ich werde euch davon berichten, wie dieser Poncho sich schlägt, weil auch er kostet nur einen Bruchteil vom Expat. Wir wandern jetzt hier schon die ganze Zeit, und das ist auch nicht die erste, an Weihnachtsbaumplantagen lang. Und das war mir gar nicht so bewusst. Klar, das ist eine Monokultur, ne? Und jetzt kommt ein Aber. Tiere finden jedenfalls sehr gut Schutz dort drin. Ja, das ist ja sehr, sehr dicht. Ne? Allerdings frage ich mich natürlich, ich denke mal, Rehe und so werden wahrscheinlich nicht reinkommen, weil das wahrscheinlich rundherum eingezäunt ist. Aber so der ganze Rest und Vögel, die dürften dort tatsächlich Ruhe finden. Kilometer Null, wie kann das sein? Hier fängt die Rothaarsteig-Talvariante an. Und wir werden aber weitergehen den Kammweg. Ja, Talvariante, Kammvariante, weil hier die Kilometierung durchgängig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund von solchen Varianten. Ja, der Rothaarsteig macht das ja sogar gegen Ende hin nochmal. Da kann man nämlich die Westerwald-Variante nehmen. Die ist dann allerdings wenigstens direkt 50 Kilometer oder so lang. Ja, das hört sich dann irgendwie nach einem eigenständigen Overnighter an, wenn man das machen möchte. Aber solche Sachen wie gerade. Also ich finde es gut, wenn es Sommer- und Wintervarianten gibt. Ja? Aber wenn es so zwei, ich sag jetzt mal, gleichberechtigte Varianten gibt, das hinterlässt in mir, ich bin ja so ein Typ, der immer alles wandern muss. Ne? Das hinterlässt in mir schon wieder so ein Gefühl des Fehlens. Nur für sowas, in Anführungsstrichen kurzes, wie die Talvariante. Die Gegend hier ist ja auch mit den Öffis nicht besonders gut angeschlossen, drücken wir das mal so aus. Also dafür werde ich im Leben nicht nochmal hier hinfahren.
Das hier neben uns ist eine Naturwaldzelle. Wir sehen die Skulptur Kein leichtes Spiel von Ansgar Nierhoff. Und er greift hier das von ihm immer wieder wiederholte Thema des Tores auf. 40 cm dicke Stahlbrammen, das heißt, die Dinger sind auch noch massiv, die da liegen, zerlegte er in 3 Tore und 2 gestürzte Verschlussplatten. Er bricht damit die Stahlmauer auf und verwandelt sie in geöffnete Tore, die durchschritten sein wollen. Okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, sind doch nur 2 solche Verschlussteile und 3 Tore. Die beiden kleineren Tore, das hier vorne und das da hinten, ja, da ist dieser Verschlussstein, hinten liegt er auf dem Boden, hier steht er aufrecht, da sind die herausgefräst worden. Und das große Tor, das ist zusammengesetzt. Das heißt, das war wahrscheinlich damals außen da dran. Meine Güte, diese Skulptur, die wird ja unfassbar teuer gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ja, aber das sind, wie teuer Stahl tatsächlich ist, aber das sind massive Stahlbrammen. Und das Kunstwerk selber finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Allerdings frage ich mich, warum im Wald? Ja, also sowas wäre ein Kunstwerk irgendwie für einen Marktplatz oder so. Aha. Ich hatte ja gerade noch gesagt, ne, warum steht so eine Skulptur im Wald, ne, und nicht irgendwo auf dem Marktplatz von einer größeren Stadt. Ich kenne den Weg nicht, muss ich zu Hause mal googeln, waldskulpturen.de. Also irgendwie vermute ich ja dann, ne, dass ich hier irgendwo auf einem Pfad weitere solcher Skulpturen verstecken. Ja, Saki, falls du das hier siehst, dein Baum, über den du dich beim letzten Mal so gefreut hast vor einem Jahr, der hat den Sommer gut überstanden. Da ist die Hängebrücke nochmal zu sehen und ihr seht auch, wie sinnbefreit die ist, weil der Weg einfach hier außen rum geht. Vollkommener Schwachsinn. Schön, aber Schwachsinn. Noch so ein kleiner Gag am Rande. Ihr seht da hinten das Zeichen vom Rothaarsteig. Wir sind da aus dem Wald gekommen und die Brücke, die gehört noch nicht mal zum Steig. Egal, weiter. Ja, sowas macht mich auch wieder sprachlos. Ich bin jetzt auch kein YouTuber, der einen auf Oh, habe ich nicht gesehen. Von der anderen Seite war kein Schild. Definitiv nicht. So, und nach ewiger Zeit endlich meine Hütte. Die Bänke hier in dem Bereich sind trocken. Und dann werde ich mal frühstücken.
Und hier an der Hütte scheinen sich Talvariante und Kammvariante wieder zu vereinen. Und wir gehen weiter. Sowas, was ihr hier gerade neben mir seht, ja, das ist bei Sturm eine Top-Möglichkeit zu übernachten. Durch den sehr dichten Bewuchs mit immer wieder kleinen Graslichtungen dazwischen seid ihr nämlich sicher vor dem Wind. Ja, ihr werdet also eine vergleichsweise angenehme Nacht haben. Und ganz ehrlich, wenn von den Bäumen, was ich nicht glaube, einer umfallen sollte, ja, der schlägt einen wenigstens nicht. Und das ist ja mal eine außergewöhnliche Bank. Ich bin in Jagdhaus angekommen. Jetzt habe ich auch gelernt, dass das eine Ortschaft ist und nicht eine Hütte. Okay. Die folgende Aussicht wird Ihnen präsentiert von Wir roden, bis der Arzt kommt. Mhm. Wir haben den Rothaarsteig wieder und das ist ja fast schon tragisch. Wir haben einen Single Trail. Aber was für ein. Brandneue Rotorbank. Willkommen am Potsdamer Platz. Ja, ganz nette Hütte, hier wenigstens auch dicht. Und weiter. Ja, das ist zwar immer noch ein Forstweg hier, aber einer der schon, ich sag mal, ursprünglicheren Sorte. Und jetzt gerade wird es eigentlich richtig nett hier. Was vermutlich irgendwie so ein bisschen kurz kommt, ne, bei diesen eintönigen Wegen. Der Weg trumpft hier gerade heute mit etwas auf, was so in der Art wirklich selten ist auf Fernwanderwegen. Es ist unglaublich ruhig und es ist unglaublich einsam hier. Und das meine ich positiv. Da seht ihr übrigens mal meinen Kritikpunkt an der Art von Hütte. Ich hatte heute Vormittag ja Glück mit der Richtung, mit der sie geöffnet war. Es ist nicht besonders windig heute. Es regnet und fisselt nur und die Hütte ist bis hinten hin nass. Und ich sehe übrigens gerade auch, die ist undicht da oben. Warum filme ich überhaupt? Da vorne ist ein Stein. Wir sind am Margaretenstein, können so hochgehen, können so runter gucken. Super, das ist ja irre. Meter bis zum
Rhein-Weser-Turm. Hier ist gerade eine Reliefkarte vom Sauerland, beziehungsweise von dem Teil, wo wir sind. Und hier sieht man so richtig schön, dass das wirklich wie an einem Kamm aufgereiht ist. Das ist ja doch eindrucksvoll, mal so zu sehen. Ich meine, man sieht immer von den Ausblicken, dass es links und rechts bei weitem nicht so hoch ist, wie da, wo man selber draufsteht. Ich bin gerade mit euch hier im Rhein-Weser-Turm. Das sieht richtig klasse aus mit dem roten Laub. Wow. Langer, aber sanfter Aufstieg aus dem Schwarzbachtal und wir haben gleich die Kuppe. Richtig kochen werde ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja vorhin erst im Rhein-Weser-Turm gegessen und werde jetzt noch so ein paar Kekse essen und mache mir dazu einen Tee. Tee ist gut für die Seele, jedenfalls wenn er warm ist. Und ich melde mich nachher noch einmal. Zum ersten Mal heute sehen wir kurz die Sonne. Sie geht aber auch gleich unter. Ich werde mir jetzt gleich die Zähne putzen und dann haue ich mich hin. Ich hoffe, dass das hier gut geht. Ungefähr so 7 Meter da hinten ist ein Weg und man soll es kaum glauben. Ich habe heute den ganzen Tag kein einziges Auto getroffen, aber hier sind in der letzten Stunde direkt 5 Stück durchgefahren. Ja, und ich bin durchaus sichtbar, wenn man genau hinguckt vom Weg. Hoffen wir mal, dass das Ganze gut geht. Naturschutzgebiet ist es nicht. Ne? Das da ist ein Tarp. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.